In some of these events, not only were there reports of bodies being found, but something else. These had been reported before. Not bodies, but spears. For years, deep sea fishermen all over the world have found them. Found them in fish, caught in the open ocean. German news archives contain an interview with a fisherman who had his own experience with this strange phenomenon. Mein Name ist Hans Bauer. Ich bin im Hafen von Sutridge aufgewachsen. Ich bin schon ein Fischer mein ganzes Leben. In den 70er Jahren aus Bremerhaven haben wir Kabeljau und Stockfisch aus der Baltische geholt. Wo wir am Aufwachsen waren, haben wir öfter so Geschichten gehört, you know, komische Geschichten, auf was Leute in Fischen gefunden haben. Ne? Bloß, ich kam nicht daran. Ne? Ich musste warten, bis ich wirklich auf Tiefwasser in dem Bernhole war. Und da waren wir, haben wir gefischt und da wurde ich plötzlich selbstbewusst darauf. Da haben wir gesehen, tote Fische. Fische mit Speeren in den Seiten. Hä? Davon habe ich schon viele gesehen. Auf einen Trip habe ich meine Kamera mitgebracht. Ich wollte Fotografien machen vom Walfischen für meinen Sohn. Auf denselben Trip, wo wir die Netze da rausbrachten. In einem Netz, da war was. Da war was, hat sich so komisch bewegt und als wenn es so rausklettern wollte. Und ich bin ganz schnell gegangen, ich habe meine Kamera geholt und ich habe das Bild genommen. Ich glaube, hier ist was, was die Speere macht. Ich glaube, wir stören hier jemands Fischgebiet.